YouTube. Hallo Freunde der gepflegten Frühmittelalter-Archäologie. Ich werde euch heute etwas erzählen über Ungarnwälle und Fliehburgen und eine kleine Einführung geben in den Burgenbau des 10. Jahrhunderts in Süddeutschland. Ein langer Titel sozusagen, eine etwas kompliziertere Vortragsrichtung im Vergleich zu dem, was wir davor schon gemacht haben. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ihr alle mitkommt. Ich versuche nicht zu sehr ins fachliche Detail zu gehen und einen groben Überblick wiederzugeben, damit ihr wisst, was damals so passiert ist. Als kleine Einführung ein Rückblick auf das, was wir schon besprochen haben. Es gibt ja ein Video zu den Streifzügen und ein Video von davor, wo es um den Einzug der Ungarn ins Karpatenbecken geht. Und da habe ich euch schon erzählt, was so grob passiert ist bis in das Jahr 955 bis zur Schlacht auf dem Lechfeld. Kurz erwähnt habe ich dabei auch, dass der Arnulf der Böse Kirchengüter konfisziert hat, was ihm den Beinamen der Böse eingebracht hat. Und damit hat er unter anderem den Burgenbau finanziert, um irgendwas in der Hand zu haben, beziehungsweise sich wehren zu können gegen die Ungarn, die er da jährlich geplündert haben und ins Reich eingefallen sind, also in dem Fall nach Bayern. Heinrich der Erste beschließt ebenfalls den Ausbau der Verteidigungsanlagen beziehungsweise den Neubau von Burganlagen. Und das Ganze ist im November 926 in Worms passiert. Darüber wissen wir, weil der gute Widukind von Corvey darüber berichtet hat. Und heute ist das in der Archäologie und in der Geschichte als Heinrichs Burgenordnung bekannt. Genau, so viel habe ich euch grob schon mal erzählt gehabt. Dann wisst ihr jetzt wieder, wo wir ungefähr sind. Und heute wird es nicht viele Jahreszahlen geben. Gibt's schon. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal tatsächlich eigentlich auf den archäologischen Befund. Und als erstes, um uns das anzuschauen, müssen wir natürlich klären, welche Funktion oder Funktionen hatte eine frühmittelalterliche Burg? Warum hat man so eine Burg überhaupt gebaut und was hat die so gemacht? Also, frühmittelalterliche Burgen in Süddeutschland erfüllten in der Regel nicht nur eine, sondern mehrere Funktionen. Vor allem die großen Burgen, insbesondere die im 10. Jahrhundert, sind als multifunktional zu bezeichnen. Ich blende euch dafür mal eine Verbreitungskarte ein. Ich lasse sie jetzt einfach mal am Rand stehen, könnt ihr ein bisschen gucken. Ganz kurz erkläre ich euch die Legende, weil es nicht mit dabei steht. Ihr seht unter der Karte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nummer 1, die schwarzen Punkte bedeuten frühmittelalterliche, also an der Stelle ist eine frühmittelalterliche Burg. Zweitens, ein geschütteter Wall, das lernt ihr jetzt dann nachher noch. Drittens, ein eventuell geschütteter Wall. Viertens, wie die archäologische Fachliteratur das eben interpretiert. Also sprich, wo ein schwarzer Punkt mit einem etwas größeren Kreis drumherum ist, da wird in der Archäologie gesagt, seit Jahren teilweise schon, das ist eine frühmittelalterliche Burg, das ist eine Burg aus dem 10. Jahrhundert gegen die Ungarn. Manchmal wird vielleicht nur gesagt, frühmittelalterliche Burg, aber es ist nicht archäologisch nachgewiesen. Also es wird, sag ich mal, die Theorie aufgestellt. Dann haben wir fünftens historisch belegt. Ich habe ja gerade von Widukind von Corvey erzählt. Es gibt natürlich noch andere Autoren. Den Eckehart, den werden wir nachher hören. Also da haben wir dann eine schriftliche Quelle dazu, dass das so stimmt. Und sechstens, dieser Stern, das sind Annäherungshindernisse, beziehungsweise umgangssprachlich sagt man auch Reiterhindernisse, das werde ich euch auch vorstellen. Aber ihr könnt euch da schon mal so ein bisschen auf der Karte einfinden, euch das ein bisschen anschauen und ich erzähle euch weiter, was es mit den Funktionen auf sich hat. Also, Burgen im 10. Jahrhundert sind multifunktional. Was heißt das? Klar ist auf den ersten Blick die fortifikatorische und militärische Funktion. Also fortifikatorisch heißt Verteidigungsbau, Befestigungsanlage und die militärische Funktion, ganz klar,
Man hat da eben diesen massiven Bau, wo man aber eben auch Truppen drin haben konnte. Man konnte Angriffe daraus starten, man konnte sich zurückziehen. Ihr wisst Bescheid. Vor allem im fränkisch-sächsischen Grenzgebiet, in der Grenzregion, ist das in den Sachsenkriegen Karls des Großen erkennbar. Die Sachsenkriege starteten circa 772 bis 804 nach Christus dann. Also auch wieder Frühmittelalter, aber deutlich jetzt vor der Ungarnzeit. So wurden Burgen entlang der Reichsgrenze regelrecht aufgereiht. Die ökonomische Funktion zeigt sich in den teilweise großen Handwerksarealen, insbesondere auf den großen Burganlagen, bis hin zu den Pfalzen, welche sicherlich von zentraler Bedeutung für die gewerbliche Produktion, den Markt und den Verkehr einer Siedlungsregion waren. Die den Verkehr kontrollierende Rolle spielte sicherlich eine wichtige Funktion. Ganz kurz nochmal, wer nicht mehr weiß, was eine Pfalz ist, der König zu dieser Zeit musste, um seine Politik durchsetzen zu können und auch da zu schauen, dass der bisschen untergestellte Adel nicht rebelliert und da meint, sie sind jetzt am Zug, herumreisen, am Vorort präsent sein. Und da hat man dann eben diese Pfalzen, umgangssprachlich könnte man sagen, so Wohnstützpunkte, die eben nicht permanent ja, bewohnt waren, sondern man ist halt durchs Reich gezogen. Vielleicht haben das einige noch aus der Schule im Hinterkopf, da hat man das ja mal lernen müssen oder lernen dürfen. Genau, also völlig klar, so eine Burganlage, eben vor allem eine große, da gibt es teilweise Ausgrabungen, wo man diese angesprochenen Handwerksareale eben nachweisen kann, was auch immer dort gemacht wurde. Also es gibt Beispiele, wo Leder bearbeitet wurde, wo mit Geweihen gearbeitet wurde, aber natürlich auch gibt es Schmieden und so weiter und so weiter. Dadurch hat man dann eben auch die gewerbliche Produktion, der Markt ganz wichtig und völlig klar, wenn da eine Burg in der Siedlungsregion ist, lenkt die natürlich auch so ein bisschen das, den Verkehr und was so abgeht in diesem Gebiet. Vielen Burgen kam zudem dann noch eine sakrale Funktion hinzu, da dort Kirchbauten belegt sind. Also auch wieder klar nur da, wo vielleicht heute noch eine Kirche steht und man so ein bisschen rückschließen kann auf den Vorgängerbau oder wo wir Ausgrabungen haben und dann eine frühmittelalterliche Kirche zum Vorschein gekommen ist. Hinzu kommen auch Bistumsburgen als kirchlicher Mittelpunkt, oder Burgen einfach als Bistumssitze. Auch nochmal eben für diese sakrale Funktion kann man sich natürlich so vielleicht ein bisschen bildlich vorstellen. Wir haben da eine Burg, da ist eine Kirche drin, dann wird es schon so ein Einfluss auf die Bevölkerung in den Siedlungen im Umfeld der Burg gehabt haben. Also man wird dann wahrscheinlich eher, sofern man denn durfte, das ist archäologisch natürlich schwer nachweisbar, man wird jetzt als normaler Bauer wahrscheinlich nicht einfach so in die Burg zur Kirche spazieren dürfen. Kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, wie das genau ausgesehen hat, aber man kann sich schon so vorstellen, dass so eine Kirche in der Burg einfach von Haus aus irgendwie eine besondere Stellung hatte im Vergleich zu der Kirche im Dorf, wie man so schön sagt. Wenn man das jetzt zusammenfasst, was ich gerade gesagt habe, also dass Burgen eine militärische, eine ökonomische und eine sakrale Funktion haben konnten, ist dies auch sicherlich mit politischen und administrativen Funktionen verbunden. Also klar, eine Burg muss nicht immer alles erfüllt haben, aber je mehr man davon hat in der Burg, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass da auch ja eben die Politik und die Administrative vor Ort waren und das so eben so ein Zentrum war. Aus den archäologischen Quellen geht das halt leider kaum hervor. Jedoch haben wir dann natürlich wieder zum Glück unsere Hilfswissenschaft, selbst von den Historikern geschlagen. Da haben wir nämlich schriftliche Quellen, die das dann eben für uns andeuten. Wenn wir beispielsweise eine Burgerwähnung haben als Ausstellungsort von einer Urkunde oder als Sammelstelle von Abgaben, wenn das dann in dem Atemzug genannt wird. Völlig klar sind daher dann Burgen somit als Verwaltungszentren und Zentren von Grundherrschaft erkennbar. Also ich denke, das kann man sich ganz gut
erschließen, auch wenn man versucht. Es ist natürlich immer schwierig, sich in eine Zeit hineinzuversetzen, über die selbst die sogenannten Experten nur ansatzweise was wissen, sage ich jetzt mal, ne? Also so sich in eine historische Realität hineinzuversetzen, ist einfach unmöglich. Das muss jedem klar sein. Aber man kann sich das, denke ich, ganz gut vorstellen. Wenn all diese Sachen gegeben sind, haben wir einfach ein Verwaltungszentrum, was auch als dieses wahrgenommen wird von der Bevölkerung vor Ort. Und natürlich auch von den Adligen und so weiter. Auch die großräumige Verteilung in den Burgregionen, wie beispielsweise eben Bayern oder auch Mitteldeutschland, zeigt, dass insbesondere größere Burgen nicht auf eine Grenzlinie hinweisen, wie wir es noch bei den Sachsenkriegen zum Beispiel haben, sondern auf eine zentrale politische, auf zentrale politische Verwaltungsmittelpunkte, vor allem auch im weitreichenden Hinterland. Ne? Also, wo das losging mit dem Burgenbau, hat man das vielleicht eben auch so als, sag jetzt mal, Frontsicherung mitgemacht und dass man da auch eben einen schnellen Rückzugsort vielleicht hatte, von wo aus man dann auch wieder neue Kriegszüge starten konnte. Aber je mehr wir eben diese Verwaltung haben, diese Zentralorte, was Burgen, wenn das alles gegeben ist, eben eingenommen haben, dann braucht man sowas natürlich im Hinterland. Zur Zeit der Ungarn ist natürlich auch, die das ganze Reich durchstreifen, vor allem dann auch nochmal dieses Fortifikatorische, selbst im Hinterland, von großer Relevanz. Art und Weise der Innenbebauung mit Repräsentationsbauten, palastartigen Großbauten, Heizeinrichtungen, diverse andere Ausstattung und aufwendigen Grabanlagen belegen neben den zugehörigen archäologischen Funden zweifelsfrei einen Herrschaftssitz. Sei es, wie man vielleicht als erstes denkt, eben der Adel oder der Klerus, also weltlich oder geistlich. Aber wegen der damaligen Verpflichtungen eben nicht als permanenter Wohnsitz, sondern eben für die Durchreise und einen kürzeren Aufenthalt. Wie auch immer, wie kurz der eben auch immer war. Auch eine Burg, kann sicherlich den Zweck einer Fluchtburg erfüllen. Also reine Fluchtburg ist im Prinzip Dorf oder Kloster wird angegriffen, ich ziehe mich zurück, bis der Angriff vorbei ist, hinter die Mauern sind die Angreifer weg, komme ich wieder raus und suche meine Siedlung, mein Kloster, meine Stadt, was auch immer auf. Doch, und das ist jetzt ganz wichtig, wird dies nicht der grundsteinlegende Zweck gewesen sein, wie in der älteren Forschungsmeinung oftmals vertreten. Aber, wieder wichtig, für die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts muss man das gesondert betrachten. Also klar, durch die Invasion der Ungarn hat man mit Sicherheit auch Burgen mit dem reinen Zweck als Fliehburg errichtet. Aber das hat man eben früher für ganz generell einfach für alle Burgen angewendet. Und das stimmt eben nicht. Das muss man so ein bisschen im Kopf behalten. Aber darum geht es eben heute in diesem Vortrag. Die Burg war ein zentrales Herrschaftsinstrument für König, Kirche und Hochadel, beginnend eben im 7. Jahrhundert und vor allem dann im 10. Jahrhundert. Das gilt für die Territorienbildung sowie den äußeren und inneren Landesausbau ab dem 10. Jahrhundert. Einher geht das ebenfalls mit der Herausbildung von neuen Burgentypen. Zunächst den in Haupt- und Vorburg gegliederten Anlagen im 10. Jahrhundert und dann in der Regel in kleinere Formate wie beispielsweise Motten- und Turmhügel bis spätestens nach 1000 nach Christus. Also die Motte kommt ein bisschen früher auf, aber sag ich mal, sind jetzt in dem Atemzug nicht ganz so relevant. Wir haben eben vor allem dann diesen Burgentyp mit Haupt- und Vorburg. Und das finden eben und große Burgen im 10. Jahrhundert, kleinere Burgen dann im 11. Jahrhundert. Unabhängig davon waren Burgen sicherlich mit einer die Landschaft beherrschenden Position
und räumliche Absetzung von der übrigen Bevölkerung immer auch ein Symbol der Macht. Mit räumlicher oder mit beherrschender Position meine ich die räumliche Lage. Ne? Das klassische Bild, oben am Berg ist die Ritterburg und man blickt von oben hinab und von unten hinauf. Und ja, da wird natürlich Macht ausgedrückt, völlig klar. Und das ja, besaß zudem eine nicht zu unterschätzende repräsentative Funktion. Wenn man dann natürlich in die Burg gekommen ist und dann nochmal diese gewaltigen palastähnlichen Bauten zum Beispiel hatte oder auch Glasfenster beispielsweise zu dieser Zeit, dann war das natürlich zudem nochmal repräsentativer, wenn man denn überhaupt die Chance hatte, die Burg von innen sehen zu können. Das muss man auch erwähnen. Da konnte natürlich nicht jeder einfach so reinspazieren. Genau, das wäre jetzt sowas zum ersten Block der Funktion. Aber wie sah es denn jetzt mit der Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus aus? In Bayern, wie in ganz Süddeutschland, setzt der Burgenbau in spätmerowingischer Zeit ein. Etwa in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts. Und mit den bereits erwähnten Sachsenkriegen kommt es dann zu einem massiven Anstieg im Burgenbau. Also der Anzahl der Burgen. Der König tritt hier eindeutig als Burgenbauer deutlich in Erscheinung. Dabei verteilen sich die Burgen über ein weites Gebiet. Im 9. und 10. Jahrhundert wird dieses Verteilungsbild anscheinend, so die aktuelle oder der aktuelle Stand der Forschung, dann verdichtet und regional konzentriert, bleibt aber wesentlich das Gleiche. Ein geografisches Ausgreifen des Burgenbaus ist erst wieder ab dem 11. Jahrhundert festzustellen. Und im 11. Jahrhundert verschwinden, wie eben erwähnt, die großen Burganlagen bereits wieder und weichen kleineren Burgen, welche auch auf Höhen gebaut werden oder in Höhenlage gebaut werden, aber jetzt eben auch in Niederungslagen. Das hat man im 10. Jahrhundert nicht gemacht. Im 10. Jahrhundert lässt sich allerdings eine Veränderung in der Struktur der Burgen feststellen. Einerseits ist damit das Aufkommen der sogenannten Ungarnburgen in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts gemeint, worauf sich auch die Karte eben hauptsächlich bezieht. Und andererseits die Herausbildung von Herrschaftszentren, welche sich eben möglicherweise auch in Bau und Gestalt der Anlage zeigt. Gemeint ist jetzt hier wieder Haupt- und Vorburg. Man kann im 10. Jahrhundert Burgen auch grob in drei Grundtypen unterscheiden, in Bezug auf Form und Bau. Und da haben wir in der Regel eigentlich alle auf oder in einer Höhenlage, wie ich gerade schon gesagt habe, weshalb man diese Burgen auch als Höhenburgen beschreiben kann. In der Regel, ja, also man kann sagen, klar, es sind Höhenburgen, das ist aber noch nicht so eine Besonderheit. Also wenn wir uns zum Beispiel die Bronzezeit anschauen oder generell so davor, also dieses Topografische, ganz, ganz wichtig, ich muss da oben sitzen und von weit gesehen werden, aber auch weit sehen und meinen Machtbereich im Auge haben. Genau. Zum einen sind bei diesen Burgen sind es eben Ringwallanlagen, zum anderen Abschnittsbefestigungen. Ab dem 9. Jahrhundert kommen aber auch schon geometrische Burgen auf, deren Verlauf bzw. die Form eben sich nicht an das natürliche Gelände anpasst. So gibt es rechteckige, halbkreisförmige oder ovale Burggrundrisse. Aber um das nochmal kurz zusammenzufassen, also diese drei Grundtypen sind Ringwallanlagen, Abschnittsbefestigungen und geometrische Burgen, so nennt man das dann. Wichtig für die Unterscheidung in die drei Arten der Befestigungskonstruktion sind dann archäologische Grabungen, welche in Bezug auf diese Thematik leider nicht sehr oft vorkommen. Ich habe hier in meinem Skript, habe ich mir aufgeschrieben, wir machen einen kleinen Exkurs. Warum gibt es kaum Grabungen zu oder auf Burgen? Also wir haben in der Archäologie unterscheiden wir in Notgrabungen. Das heißt, es wird ein Haus gebaut, es wird in der Stadt was saniert, Keller wird gemacht,
neue U-Bahn-Strecke wird gebaut. Da könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen. Das heißt, man muss, damit der Bau überhaupt beginnen kann oder weitergemacht werden kann, gibt es verschiedene Formen. Aber das ist eine Notgrabung. Aus der Not heraus, um das zu retten, was noch zu retten ist. Also man versucht es natürlich wissenschaftlich gut zu machen, aber man muss da eben retten, weil es aus dem Boden raus muss. So. Da ist so das Problem natürlich, dass vor allem bei Burgen eben, wenn sie denn noch stehen heutzutage, ist meistens eine Stadt rundherum oder es ist bei einer Stadt. Es ist auf jeden Fall, hat sich die Burg gehalten, ist sie in der Regel halt noch in einem Siedlungskontext heute noch und da wird nicht flächig ausgegraben. Vielleicht wird mal ein Haus aufgemacht, vielleicht wird mal ein längerer Kabelkanal aufgemacht, aber wir haben keine flächige Grabung. Und ich werde da öfters heute noch drauf zu sprechen kommen. Vor allem flächige Grabungen sind natürlich wichtig, um überhaupt gesamt argumentieren zu können. Wenn ich jetzt nur in einem Bereich ausgrabe und ich finde da jetzt nur Handwerksgebäude, ist das super spannend und interessant, aber ich weiß natürlich oder kann wieder dann nur interpretieren, was in dem Areal ist, das ich nicht ausgegraben habe. Hat eine Burg, warum auch immer, es nicht geschafft, bis in heutige Zeit zu stehen, im Wandel der Zeit überbaut worden zu sein, was auch immer, dann liegt sie in der Regel im Wald. Hat sich da vielleicht heute eben noch ganz gut gehalten. Und das wäre dann, da würden dann Archäologen hingehen mit Fördergeldern und sagen, oh, wir wollen jetzt hier forschen und graben das aus. Das widerspricht aber dem denkmalpflegerischen Gedanken. Drum werden keine Forschungsgrabungen in der Regel mehr gemacht. Vor allem in Bayern. Schaut mal an anderen Stellen in Deutschland ein bisschen anders aus. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, man grabt oder gräbt nur aus, wenn es sich um Notgrabungen handelt. Forschungsgrabungen sind die ganz, ganz, ganz große Seltenheit. Und dann auch, wenn ich so eine Burg habe, dass ich das komplett flächig ausgrabe, das ist wirklich eine ganz, ganz große Besonderheit. Und fürs 10. Jahrhundert ist mir das nicht bekannt. Ich habe mich damit viel beschäftigt. Vielleicht gibt es das irgendwo. Es werden mal größere Areale aufgemacht, mal kleinere. Aber meines Wissens nach keine Burg in ihrer Gesamtfläche ausgegraben. Wenn es dann mal in der Stadt soweit ist, dass da ausgegraben wird, kann es natürlich auch sein, dass die Baumaßnahme gar nicht so tief reicht, dass man die frühmittelalterlichen Schichten überhaupt erreicht oder die vorgeschichtlichen Schichten darunter, sondern vielleicht bleibt man dann im Hochspätmittelalter. Manchmal sind auch solche kleinen Leitungssachen, da hat man dann 50 cm auch 50 cm. So, oder sind die Aussagen dann wahrscheinlich auch schwierig, aber nur so als Exkurs, wieso kommt das selten vor, dass wir da flächige Grabungen haben und warum ist es so schwierig, ja, dann da Interpretation und Aussage zu treffen für das Frühmittelalter. Ja, dann die drei Arten, die ich zuvor angesprochen habe, von der Befestigungskonstruktion, wären dann Trockenmauern, Mörtelmauern und geschüttete Wälle. Was ich auch noch erwähnen kann, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ich beschäftige mich schon lange damit. Für mich ist vieles klar, für den geneigten Zuschauer und Zuhörer vielleicht nicht. Ich habe vorhin, wir springen nochmal einen Punkt zurück, ich habe gesagt, Ringwallanlagen gibt es. Das heißt, es kann ein halber Ring sein, es kann ein geschlossener Ring sein, Kreis, rund, oval, in diese Richtung und Abschnittsbefestigung. Eine Abschnittsbefestigung meint, dass wir aus topografischer Sicht einen Bergsporn haben, der auf natürliche Weise schon von in der Regel zwei Seiten natürlich geschützt ist. Meistens ist es halt so ein dreieckiger Sporn, unten läuft ein Fluss vorbei. Ganz, ganz typisch. Und ich muss nur einen Abschnitt nach vorne hinaus praktisch mit einem Wall, einer Mauer verstärken. Die Seiten kann ich auch noch verstärken, aber in der Regel regelt die Natur das und darum sucht man gezielt solche Höhenlagen auf. Das ist eine Abschnittsbefestigung. Genau, und geometrische Formen, habe ich genannt, ist, denke ich,
erschließt sich. Also jetzt Konstruktion. Trockenmauer, Mörtelmauer, geschüttete Welle. Geschüttete Welle, nochmal auf der Karte eben, das wäre die Nummer 2 und Nummer 3 ist eventuell geschütteter Wall. Trockenmauern konnten teilweise freistehend errichtet worden sein oder mit einer dahinterliegenden Konstruktion aus Holz und Erde. Also, man hat vorne die Trockenmauer, das heißt einfach lose Steine im Verbund eben hochbauen und dahinter haben wir dann ein Holz-Erde-Kern, eine Konstruktion, die das Ganze eben stützt. Mörtelmauern konnten genauso errichtet worden sein, sprich freistehend oder einer solchen Konstruktion vorgeblendet worden sein. Beide Mauernarten waren im gesamten ostfränkischen Gebiet östlich des Rheins seit frühester Zeit im Burgenbau geläufig. Also auch ganz wichtig, ich habe vorhin was vom 7. Jahrhundert gesagt. Also, hier ist anscheinend eine Entwicklung zu erkennen. Wir haben geschüttete Wälle, dann Trockenmauern und dann wäre so das Letzte, was man jetzt denkt, die Mörtelmauern am aufwendigsten. Also, ist da eine Entwicklung? Wir können auf jeden Fall keine feste Abfolge oder ein Schema innerhalb der Abfolge der Befestigungsarten erkennen. Für die Mörteltechnik gibt es aus Hessen Belege für das ausgehende 7. Jahrhundert, in Bayern für spätestens die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts. Allgemeine Anwendung fand die Mörteltechnik dann im 10. Jahrhundert als Frontverstärkung oder eben auch freistehend im Zusammenhang mit der Errichtung von Türmen auf der Außenfront. Im 11. Jahrhundert hat sich die Mörtelbauweise schließlich im fränkischen Kreis Vetzt durchgesetzt. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wir haben einfache geschüttete Wälle, bisschen aufwendiger gestaltete Trockenmauern und dann würde man meinen, Mörtelmauern sind dann so das Ende der Burgenevolution. Aber was sich eben zeigt, ist, dass ja, diese Mörtelmauern schon sehr früh bekannt waren, man aber ja auch im 10. Jahrhundert noch geschüttete Wälle angelegt hat. Vermutlich. Also es ist da nicht, es hat alles praktisch koexistiert. Komme danach in einem Fazit auch nochmal drauf, aber dass man das so im Kopf hat, es war eine wilde, unterschiedliche Burgenlandschaft und das war natürlich immer dem geschuldet, wer hat denn die Burg in Auftrag gegeben, war sie von ganz großer Relevanz oder eher kleinerer Relevanz, nur dass ihr das so im Kopf habt, dass man da praktisch nicht so IKEA-mäßig eine Bauweise hatte und gesagt hat, wir machen das jetzt so und in 2 Jahren kommt ein neuer Bauplan raus und dann zack, sondern man hat das gemacht, was einem erstens möglich war, geldtechnisch, zeittechnisch und natürlich auch das, wie man es gebraucht hat, sag ich jetzt mal. Ne? Also nicht so schön, wie man das vielleicht in der Theorie gerne hätte. Also, das nächste Thema wäre Burgen und Befestigungen im 10. Jahrhundert. Also man versteht jetzt schon so grob, was für Funktion hatte eine Burg, welche Form gab es, wie waren diese Burgen aufgebaut, wie sah das Ganze denn jetzt aus? Und im 10. Jahrhundert erreicht die Entwicklung des Burgenbaus einerseits einen Höhepunkt, andererseits durch die Bedrohung durch die Ungarn eine gewisse Zäsur. Klar, es ist eine Krisenzeit, da ist Entwicklung immer schwierig. Aber eigentlich sind wir schon vorangeschritten. Ne? Wird jetzt mit Türmen eben auch gebaut und auf jeden Fall krasser als zuvor. Beispielsweise sei hier auch die Entstehung von Adelsburgen genannt, eben auch eine Reaktion auf die dramatische politische Veränderung war. Wir beschäftigen uns jetzt heute mit Ungarn, Refugien und geschütteten Wällen. Ich blende euch hier ein Bild ein. Und zwar das hier. Das ist die Haldenburg bei Schwabeck. Und dieses Bild
ist, oder diese Rekonstruktionszeichnung sieht zwar sehr schön aus, ich lasse sie jetzt auch ein bisschen stehen, aber sie ist bei weitem nicht ideal. Die ist damals in einem Buch, das 2001 erschienen ist, zusammen mit neuen Forschungsergebnissen rausgekommen und widerspricht eigentlich oder passt nicht so ganz zu dem eigentlich neuen Forschungsstand, der in dem Buch beschrieben wird. Was euch schon auffällt und was man eben, ja, was schwierig zu sagen ist, ihr seht hier, was im Inneren der Burg abgeht, obwohl man da eben gar keine flächigen Grabungen hat. Also wie das Innenleben dieser Burg ausgesehen hat, keine Ahnung. Da können ganz viele Häuser gewesen sein, da können ganz wenig Häuser gewesen sein. Also auch Quellenkritik, ganz, ganz wichtig, aber ich wollte es euch dennoch mal zeigen, vor allem diese Holzpfähle da im Vordergrund, da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ist, finde ich, immer schön, so Bilder zu haben, aber behaltet eben im Hinterkopf. Es ist, leider tendiert man dann auch da eben dazu, dass man dann das als Paradebeispiel hernimmt, obwohl es das so eigentlich gar nicht ist. Also, Ungarn, Refugien und geschüttete Wälle. Die Angriffe der Ungarn haben wir bereits ausführlich, wie ich bereits gesagt habe, behandelt. Es stellt sich für viele von euch jetzt vermutlich die Frage, habe ich auch schon gestellt gehabt, wie man auf ostfränkischer Seite im Kontext des Burgenbaus auf diese Überfälle reagiert hat und welche Anlagen die Ungarn dann vorgefunden haben, als sie hier eingefallen sind. Sicherlich besaßen die Burgen weder eine einheitliche Bauart noch einen genormten Grundriss, wie man es früher in der Forschung angenommen hat. Also wie gerade schon gesagt, so ne, Arnulf zum Beispiel jetzt für Bayern sagte, baut neue Burgen, wir nehmen hier das Kirchengeld und dann wird man nicht wie früher im römischen Kontext einfach so sein Schema F-Kastell irgendwo hingestellt haben, so hat das nicht funktioniert. Hätte man natürlich gerne, hätte auch die Forschung gerne gehabt, aber die Realität zeigt sich, es ist anders. Nach der Wormser Burgenbauordnung von Heinrich I. im November 926 sollten die bereits vorhandenen Anlagen ausgebaut werden, zusätzlich ständig besetzt und mit Proviant versehen sein. Sprich, dass man jederzeit reagieren konnte. Aber es sollten auch neue Burgen errichtet werden, die, wie gerade eben angedeutet, in der älteren Forschung ausgemachten und sogenannten Heinrichsburgen wurden allerdings falsch bzw. überbewertet. Also hier hat man eben ja, die sächsischen Rundbefestigungen genommen und gesagt, das sind jetzt die Heinrichsburgen, die datieren nach 926, weil die da in Auftrag gegeben wurden, ohne dass man die archäologisch untersucht hat, einfach mit dieser historischen Quelle der Überlieferung. Hat man das so gesagt, okay, wir haben jetzt hier viele Ringwälle, das muss das sein. Es ist eine einheitliche Bauweise, passt. Aber das passt weder mit dem Alter noch der Verbreitung eben zu den hier angesprochenen Burgen in Reaktion auf die Ungarn. Denn diese Rundwälle sind auch ein Merkmal des slawischen Burgenbaus und fehlen in den von den Ungarn stark überfallenen süddeutschen Gebieten. Wenn ich euch da nochmal ganz kurz die, ja, auf der Karte sieht man es nicht, aber wir haben das hier eigentlich nicht. Klar, es gibt schon ein paar Ringwälle oder Rundwälle, aber das ist nicht deckungsgleich mit dem, was wir eben aus Heinrichs Gebiet oder was als Heinrichs Burgen bezeichnet wurde. So. Für Süddeutschland hat man daher dann, weil man hier sowas nicht hat, eine andere Theorie aufgestellt, und zwar hohe Wälle sind typisch für eine Ungarnburg bzw. ein Ungarnrefugium. Und das hält sich bis heute in der Forschungsgeschichte und spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Also auch wenn man heute noch eine Burg im Wald findet oder eben auch im Zuge des Bayerischen Denkmalatlases zum Beispiel, wo man dann Einträge in der Datenbank und so hat, dann gibt es da verschiedene Kriterien und dann sagt man sofort, das ist ungarnzeitlich, 10. Jahrhundert. Aber das ist natürlich nicht so einfach, denn da haben wir dann auch wieder, ohne gegraben zu haben, schnell eine Aussage getroffen, die vielleicht gar nicht stimmt. Aber
Wir haben ein ganz gutes Beispiel, wo das funktioniert. Und zwar hier. Das ist das beste bekannte Beispiel, welches auch historisch belegt ist, für ein Ungarn-Refugium. Und zwar geht es hier um St. Gallen. 926 berichtet Eckehard IV. Im Zuge der Ungarn-Gefahr von der Errichtung eines Walls mit Graben und vorgelagertem Verhau. Es handelt sich, ihr seht es auf der Karte, um die Waldburg bei Hägenschwiel. Die ist 6,5 Kilometer vom Kloster entfernt. Das Kloster wurde auch überfallen, also St. Gallen wurde geplündert, aber dann die Burganlage zum Glück nicht. Ich habe gesagt 926, das würde sich ja decken mit dem, was der Heinrich da in Auftrag gegeben hat. Man vermutet, dass das aber davor passiert ist. Also das andere war ja im November. Genau, aber es so hundertprozentig genau kann man es auch nicht sagen. Ich habe von Eckehard das ganze Zitat hier, das werde ich euch nicht vorlesen, aber ganz kurz natürlich sagen oder zusammenfassen, was er überliefert hat. Also, die Burg, so wie wir sie hier sehen, hat eine Innenfläche von 1,4 Hektar und diente als Refugium, also als ja, für diese Notzeit als Fluchtplatz, als Fluchtburg für mehr als 100 Mönche. Und Eckehard überliefert, dass auch die Kreuze, die Kapseln mit den Totenverzeichnissen und der Klosterschatz dort untergebracht wurden. Und zwar hat man eigens dafür eine kleine Kapelle errichtet. Er berichtet auch, dass man erfolgreich einen Brunnen bauen konnte, der ganz reines Wasser gefördert hat. Und was ich jetzt persönlich, das ist mir bei Erstellung des Vortrags aufgefallen, wo ich noch drüber gestolpert bin, was ich sehr spannend finde. Denn er schreibt auch, eben also der Kirchenschatz ist da hingekommen, mit außer, also ich zitiere jetzt kurz, mit Ausnahme der Bücher der Bibliothek. Sie hatte der Abt nach Reichenau gebracht, jedoch nicht sicher genug. Denn als sie zurückgebracht wurden, soll die Zahl, aber nicht die Bücher selbst gestimmt haben. Die Greise gab er mit den Knaben zum Schutze auf die Wasserburg, die er mit den Knechten, die jenseits des Sees waren, sorglich verwahrte. So. Muss einem jetzt nicht unbedingt viel sagen. Ich habe letztes Jahr einen Vortrag eben gehört. Es gibt ganz aktuelle Forschungsergebnisse zur Insel Reichenau. Dort hat man Pfähle unter Wasser gefunden. Und wenn das so ist, wenn man im Alpenraum Pfähle im Wasser- oder in Seenbereich Kontexten findet, dann denkt man an Pfahlbauten aus der Vorgeschichte. Jetzt hat man diese Pfähle, sind Palisadenreihen eben untersucht und konnte ein Felldatum ausmachen und alle Bäume wurden 909 gefällt. Und das ist eine sehr große Anzahl an Baumstämmen. Ich weiß nicht mehr wie viel, ich meine um die 2000, vielleicht waren es auch bloß 1000, auf jeden Fall sehr, sehr viele, alle 909 gefällt. Und jetzt spricht Eckehard hier von eben, er spricht ja von Reichenau und einer Wasserburg. Man ist da jetzt, das ist ganz aktuelle Forschung, da ist auch noch nicht so viel dazu passiert, weil man da natürlich immer noch gerade dran ist. Ich selber bin auch nicht so tief in dem Thema drin. Aber man kann sich ja schon mal vorstellen, dass mit dieser Wasserburg eben die befestigte Insel Reichenau hier ganz explizit gemeint ist. Und dass das durch diese Erwähnung von dem nicht, dass es halt als Insel eben dasteht, sondern wirklich als Wasserburg. Nur mal so als kleines Gedankenspiel, fand ich persönlich sehr interessant. Da werden wir bestimmt auch noch in den nächsten Zeiten, ich hoffe in Kürze, nicht in den nächsten Jahren, aber einiges dazu hören. Auf jeden Fall super spannend. So viel zu St. Gallen. Auch hier noch mal kurz dann eine Karte eingeblendet, wo man das eben sieht, wo sich St. Gallen befindet und die Insel Reichenau. Und das kann man sich dann eben schon ganz gut so vorstellen. Wir haben aber noch das Kloster Schäftlarn. Da wird es ähnlich gewesen sein. Da habe ich dieses Mal eine eigene Karte mitgebracht. Genau. Das Kloster Schäftlarn liegt im Isartal südlich oder im Süden von München, grob gesagt. Und diese Burganlage befindet sich dann 1 Kilometer nördlich des Klosters.
Gerade eben bei St. Gallen haben wir 6,5 Kilometer, hier ist es bloß 1 Kilometer, ist natürlich im Falle einer schnellen Flucht deutlich angenehmer. Es handelt sich hierbei, wie man das eigentlich ganz gut sehen kann, um einen hochaufragenden, steil abfallenden Bergsporn. Also diese Seiten fallen um die 90 Meter eben ab. Und hier haben wir ja diese Abschnittsbefestigung, wie ich es vorhin beschrieben habe. Sieht man ganz gut. Hier rechts bzw. im Osten fließt die Isar vorbei. Und im Westen ist dann dieser Bergsporn, von dem man dann natürlich auch weit sieht. Wenn man sich jetzt dann noch vorstellt, man hat da einen hohen Wall und darauf vielleicht noch ein Türmchen. Wie gesagt, nur mal vorstellen. Dann sieht man doch mit Sicherheit sehr, sehr weit. Hier ist auch der Unterschied. Wir haben hier eine 8 Hektar große Anlage und der Abschnittswall vorne bzw. die Befestigung ist ca. 300 Meter lang. Der Wall ist heute noch 10 Meter hoch. Wie hoch er ursprünglich war, kann man nicht sagen. Er wurde nicht ausgegraben und deshalb weiß man auch nicht, ob nicht vielleicht obendrauf noch eine Mauer gestanden hat, eine Holzpalisade. Kann man jetzt auch wieder wild überlegen, gesichert wissen tun wir es nicht. Aber wenn ihr euch vorstellt, ein 10 Meter hoher Wall, das ist schon ein ordentliches Ding. Hat ein doppeltes vorgelagertes Grabenwerk, wie man eben auch sieht, also Graben und nochmal ein kleinerer Wall. Und ganz, ganz wichtig, eine vorgelagerte Zone aus sogenannten Reiterhindernissen. Ihr seht schon hier das Schachbrett. Und ich habe natürlich, damit man das besser sieht, ein Detailbild mitgebracht. Ich trinke schnell was, ihr schaut es an und analysiert, was ihr dort seht. Genau. So, also. Wie gesagt, wir gehen nachher noch auf diese Reiterhindernisse ein, an der passenderen Stelle. Aber ihr könnt euch das schon mal merken, ich werde das Bild auch nochmal einblenden. Man sieht hier ganz gut, wie sowas aussieht, dieses Schachbrettfältchen. Und kann man auch hier eben schon mal sagen, so ein Reiterhindernis meint, so wird es in der Archäologie eben interpretiert, dass man dort vom Pferd absteigen musste, weil man nicht durchkommen konnte und praktisch zu Fuß auf den Wall stürmen musste. Und ihr erinnert euch, ich habe gesagt, die Ungarn hatten nur leichte Kavallerie, keine Infanterie. Also eher mäßig auf ungarischer Seite, sich so etwas zu nähern. Natürlich kann dann sowas, ich blende an der Stelle auch nochmal ganz kurz das Beispiel von zuvor ein. Da seht ihr jetzt auch solche vorgelagerten Erdriegel. Jetzt hier zwar nicht dieses Schachbrettmuster, aber vielleicht sagen wir mal eine einfachere Form davon. Aber hier stecken auf jeden Fall angespitzte Holzblöcke drin. Ob das so war, keine Ahnung. Man kann sich es natürlich gut vorstellen. Es könnte natürlich auch ein Gebück dort gewesen sein, also Dornensträucher und sowas. Aber dann habt ihr hier mal so eine Art Rekonstruktion gesehen und ihr habt gesehen, wie das wohl, also wie das aktuell noch im Boden erkennbar ist. Jetzt müsste man es halt nur noch ausgraben. Also wir haben St. Gallen uns angeschaut, wir haben Kloster Schäftlarn. Hier fehlt die historische Überlieferung mit, also genauere historische Überlieferung eben da dazu. Aber wir haben das Kloster in der Nähe und dass man davon darauf schließt, dass es eine zugehörige Fluchtburg ist, liegt sehr nahe. Manche nehmen auch an, dass es sich hierbei um eine Überbauung einer älteren karolingischen Burg handelt, aber auch das muss ohne Ausgrabung als reine Hypothese gelten. Ein Beispiel, wo wir tatsächlich Grabungen haben, wäre der Frauenberg beim Kloster Weltenburg mit dem sogenannten Wolfgangswall. Dieser ist heute noch 11 Meter hoch, 1 Meter höher, als wir das heute noch bei der Burg Schäftlarn haben. Er hat auch einen vorgelagerten Graben, eine krönende Massivmauer oben auf dem Wall ist vorhanden und in der Wallmitte gibt es einen, ja, Turm. Da gab es vielleicht sogar zwei Phasen. Also richtig, richtig spannend. Ich habe euch natürlich dafür auch nochmal ein Grabungsbild mitgebracht. Hier, Weltenburg. Genau.
Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen, aber auch hier seht ihr jetzt, gerade habt ihr gesehen, die Isar ist dran vorbeigezogen. In dem Fall haben wir jetzt die Donau. Auch wieder eine Abschnittsbefestigung. Macht natürlich Sinn. Aber das macht zu jeder Zeit Sinn. Also wenn man jetzt hier in der Bronzezeit ist, würde das Sinn machen. Bei den Kelten macht das Sinn. In römischer Zeit macht das Sinn. Wenn man heute noch irgendwie was bauen müsste, würde das wahrscheinlich auch Sinn machen. Also ist nicht unbedingt ein Kriterium für das 10. Jahrhundert. Nur, dass man es hier schon mal weiß. Also, ihr habt gesagt, Grabungen fanden statt. Das ist 1966 passiert. Ist natürlich auch schon ein bisschen her, aber immerhin. Und die Grabungen waren im Torbereich. Es kamen Ergebnisse raus, die wurden verschieden interpretiert. Also, zuerst wurde es interpretiert als 10. Jahrhundert. Dann ein paar Jahre später von einem anderen Autor wurde das dann als spätantik interpretiert, nur um dann wieder etwas später als 10. Jahrhundert ottonisch interpretiert zu werden. Also muss erwähnt werden, weil wenn ich euch jetzt nur hier sage, ja, das ist eindeutig 10. Jahrhundert, völlig klar. Also es, ich persönlich muss sagen, ich finde, es schaut sehr danach aus, aber soll trotzdem erwähnt sein. Also, es ist eventuell nicht ganz klar, wie man es so gerne hätte. Bei den Grabungen wurde zum Glück der Wall angeschnitten, wenn auch leider nur leicht. Daraus hat sich ergeben, der Wall wurde hier aus Lehm, Erde und recht großen Steinen zusammengebaut. Anzeichen für Einbauten aus Holz, die dahinter gelegen sind, oder eben eine Verblendung der Wallfront durch eine Mörtelmauer hat man in dem Fall erstmal nicht gefunden. Was man gefunden hat, ist eine Brandschicht. Und diese Brandschicht belegt eine hölzerne Befestigungsanlage im Torbereich, die sich auf der Wallkrönung fortsetzte. Und wie das auf dem Wall ausgesehen hat, ist auch wieder nur Interpretation. War das eine Palisadenreihe? War das eine Brustwehr? Es wird auch in den Raum geworfen, dass da vielleicht noch ein Turm stand. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir hier einen Brandhorizont, einen Zerstörungshorizont. Und das ist archäologisch gesehen immer sehr schön, weil man mit sowas ganz gut vor dem Brand und nach dem Brand dann datieren kann. Nur leider geht es da nicht so, weil wir leider nicht so super Funde haben, mit denen wir gut datieren könnten. Und ja, erwähne ich auch gleich. Also, ganz kurz, wir hatten zwei hölzerne Bauweisen. Es gibt auch Teile einer steinernen Wehranlage. Sie setzt sich zusammen aus einem Zangentor mit einer Torgasse von 2,9 Metern Breite sowie einem flankierenden Turm von etwa 4,5 auf 5 Metern im Grundriss. Was ist ein Zangentor? Also, ein Zangentor ist, müsst ihr euch so vorstellen, dass die Torsituation geht breit los und verschmälert sich dann. Also im Prinzip, wenn ihr ein Trapez von oben anschaut, so schaut ein Zangentor aus. Es wird enger, das heißt, wenn der Feind drauf zustürmt, muss er, bis er beim Tor ist, ja, wird er zusammengedrängt und kann von den Seiten eben noch beschossen werden. Eine sehr bewährte Torart haben wir auch bei den Kelten in den Oppida sehr, sehr oft. Also damit ist eben ein Zangentor gemeint. Und diese Torgasse ist eben 2,9 Meter breit. Das heißt wohl, normal, es stand nicht dabei, aber normalerweise meint man damit eigentlich die schmalste Stelle, wo dann tatsächlich das Tor vorne ist. Also es verjüngt sich auf knapp 3 Meter, wenn ich das jetzt richtig interpretiere aus der Literatur. Da haben wir dann eine gemörtelte Mauer und die war 1,2 Meter breit. Die vom Wall herabziehende Befestigungsmauer zu dem Tor hin ist 2,2 bis 2,4 Meter breit. Also nochmal deutlich dicker. Die Holzbauweise wird, wie ich eben oben schon gesagt habe, ins frühe 10. Jahrhundert interpretiert und die aus Stein in die Zeit vor oder gegen 955, also die erste, also nochmal, wir haben zwei Holzbauweisen, die werden beide in das frühe 10. Jahrhundert datiert. Dann haben wir zwei Steinbauweisen, wovon die erste
in die Zeit um 955, beziehungsweise eben gegen vor 955 datiert wird. Und die zweite Steinbauweise in die Zeit zwischen 970 und 1000 nach Christus. Jetzt fragt ihr euch, wieso man da so wild umherspringt, wenn ich bereits gesagt habe, dass uns absolut chronologische, gesicherte Datierungsfunde fehlen. Also wir haben jetzt nicht eine Münze oder eine Scherbe, die wir ganz genau in dieser Brandschicht so und so datieren können. Wir haben auch bei den, ja, in dieser Holzkohle leider keine Proben, wo man naturwissenschaftliche Datierungen eben vornehmen könnte. Dendrochronologie machen könnte, wo man sagt, okay, Felldatum des Baumes ist so und so. Haben wir nicht. Was wir haben, sind mal wieder historische Quellen. Und man geht auch hier eben, man hat Überlieferungen, dass es eben schon früh angegriffen wurde. Darum sagt man, Holzbauweise ist dann im frühen 10. Jahrhundert. Und was vor allem ist, ist der wiederbelegte Wiederaufbau der Burg, wo auch explizit die Bewehrung erwähnt wird, nach einer Zerstörung durch die Ungarn von Bischof Wolfgang, um auch Wolfgangswall, von Regensburg. Der war in seinem Amt von 972 bis 994 nach Christus. Davor war die Anlage in herzoglicher Hand. So, und darum sagt man, dass die letzte Steinbauweise eben dann 970 bis 1000 ist, weil wir da eben den Bischof Wolfgang haben. Und schließen daraus logisch, dass die Zerstörung mit dem Holz viel, viel früher war. Weil es würde ja nicht Sinn machen, es brennt ab, Holzbauweise 1 ist rum, und dann würde nach ewig langer Zeit der Wolfgang wieder aufbauen und die erste Umbauphase, die er macht, ist wieder Holz. 20 Jahre circa, nachdem die Ungarn auf dem Lechfeld besiegt wurden. Macht nicht so viel Sinn. Darum kann man das über diese historische Überlieferung so indirekt versuchen zu datieren. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also ihr seht schon, ist alles nicht so ganz einfach in der Archäologie. Aber man muss natürlich mit dem arbeiten, was man hat. So, ich habe euch ein paar Burgen im Groben vorstellen können. Jetzt schauen wir uns eine kleine Zusammenfassung davon an, damit ihr das alles nochmal auf den Punkt von mir serviert bekommt, weil es ist wirklich nicht so ganz einfach. Also, Forschung zu diesen Ungarn-Refugien. Das ging los, erstmalig erwähnt oder bezeichnet als Ungarn-Refugium um 1930 eben. Das heißt, wir haben circa 90 Jahre andauernde Forschung in dem Bereich. Auch wenn es nur ein kleiner Teilbereich der Archäologie natürlich ist, aber trotzdem 90 Jahre ist ja auch schon eine ganze Menge. Und diese Forschung zu den Befestigungsanlagen gegen die Ungarn zeigt deutlich, dass in erster Linie topografische Merkmale zur Definition dieser Burgen herangezogen werden. Ich habe es hier immer noch eingeblendet, diese Abschnittsbefestigung auf so einem Bergsporn. Topografie, ganz, ganz wichtig. Hinzu kommen, jetzt hier auch einfach nochmal, ich habe zum Beispiel auch noch Kleinhöhenkirchen, habe ich jetzt so nicht erwähnt, wäre auch nochmal ein Beispiel, das wäre jetzt im Mangfalltal, auch im Süden von München. Hier müsst ihr euch vorstellen, dass drüber die praktisch die Mangfall vorbeizieht und auch hier haben wir eine Abschnittsbefestigung, in diesem Fall sogar eventuell Vor- und Hauptburg, so sieht es da aus. Schwach angedeutet, auch hier wieder diese Reiterhindernisse im Vorfeld. Genau. Und ich blende euch auch nochmal die Birk Schäftlarn im Großen ein, auch hier. Also ihr seht wieder, wie ich gerade gesagt habe, topografische Lage, ganz, ganz wichtig. Hohe Wälle, 10 Meter in diesem Fall. Die können teilweise ältere Befestigungen überlagern. Wird ja auch hier zumindest als Theorie in den Raum geworfen. Karolingische Burg überlagert. Was ganz, ganz oft ist, habe ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt, diese Burgen oder diese Höhensitze, sage ich jetzt mal, sind teilweise eben in der Bronzezeit schon aufgesucht worden. Weil, warum nicht? Also in der Bronzezeit geht es los mit Höhensiedlungen. Da sucht man sich natürlich solche Sachen aus.
Diese Bergsporne sind im Frühmittelalter immer noch da. Wenn ich jetzt im Kloster da bin oder wie auch immer und ich möchte eine Fluchtburg oder eine Burg erbauen, weil ich muss, weil ich möchte, dann nehme ich mir natürlich was, wo vielleicht noch ein sehr, sehr alter Wall im Wald erhalten ist, wo die topografische Lage super ist. Vielleicht ist auch noch ein großer Graben da. Ich überbaue und erweitere das, bevor ich von Null anfange. Finde ich vollkommen logisch. Ich argumentiere damit in meiner Arbeit auch sehr, sehr viel herum. Denn ich glaube, in meinem Fall, ich habe jetzt da heute kein Beispiel gezeigt, da müsst ihr euch noch auf meine Publikation gedulden. Davor veröffentliche ich nichts. Und da ist es eben auch so. Also ich glaube, dass da eine bronzezeitliche Burganlage oder eine Anlage überbaut wurde. Es kam da zu Vermischung auch von Funden dann in dem Wall und dem Graben, was natürlich logisch ist, wenn ich Umbaumaßnahmen, ist ja auch heute so. Ne? Auch beim Pflügen, Zeug kommt hoch. Wenn ich einen Graben aushebe, Zeug kommt hoch. Schmeiße ich es auf den Wall hoch, um ihn höher zu machen, liegen ganz oben auf einmal die ganz alten Scherben und nicht mehr ganz unten. Ihr versteht, was ich meine. Es ist nicht ganz einfach. Vor allem diese Reiterhindernisse, weil die eben auch immer bei bronzezeitlichen Anlagen liegen, werden teilweise von der Bronzezeitforschung als bronzezeitlich angesprochen. Und von den Frühmittelalterarchäologen heißt es, das ist unganzheitlich. Und sie wurden bis jetzt in keinem Fall, den es gibt, ausgegraben, angegraben. Es bleibt reine Spekulation. Ich sage natürlich, es ist frühmittelalterlich, völlig klar. Und möchte das auf jeden Fall auch untersuchen. Aber wie gesagt, Forschungsgrabung ist nicht. Das Einzige, was man machen kann, ist eventuell Geoelektrik, also Geomagnet oder geoelektrische Prospektion. Da das Ganze immer in Wäldern liegt, ist auch das sehr, sehr schwierig. Also das ist eine große Forschungslücke. Ich möchte da so ein bisschen drin herumstochern und aufklären in Zukunft. Aber da müsst ihr euch und ich mich noch ein bisschen gedulden. Mal schauen, wenn sich was ergibt. Aber das wäre auf jeden Fall ein großes Lebensziel von mir, einmal da gesicherte Aussagen treffen zu können. So, kurzer Exkurs dazu ist rum. Also, genau, wir waren stehen geblieben. Topografische Merkmale, hohe Wälle, ein entsprechender vorgesetzter Graben, wie wir es auch hier nochmal schön sehen, und teilweise krönende Massivmauern und manchmal eben auch Türme. Charakteristisch, sagt man in der Forschung, sind heute noch 4 bis 6 Meter hohe Wälle im Durchschnitt. Die zugehörigen Gräben sind mit einer durchschnittlichen Breite von 10 bis 12 Metern sehr groß angelegt. Ne? Muss man sich auch vorstellen, 10 bis 12 Meter ist eine Menge. Und der Zugang zur Anlage wird gebildet durch einfache oder mit einbiegenden Torwangen am Rand der Befestigung gelegenen Tordurchlässe, oftmals im Steilhang. Und oh Wunder, die Birk bei Schäftlarn ist auch hierfür ein super, also ein Paradebeispiel habe ich euch da heute mitgebracht. Also, nochmal, topografische Form, großer Wall, große Gräben, hier jetzt vielleicht nicht ganz so breit, aber immerhin. Wir haben, ihr seht den Wallverlauf Richtung Norden, zieht der so leicht vor dem Steilhang ein Richtung Inneres der Burg. Und da geht auch heute noch der Forstweg und der Spazierweg durch. Also man kann das Ganze auch anschauen. Ist ein Spazierrundgang. Also kann man gerne hinschauen, wenn man in der Nähe ist. Und da ist eindeutig das Tor gelegen. Also auf der Ostseite ist es mit Sicherheit nicht. Und so Torsituationen macht man eigentlich immer aus, indem der Wall drauf Bezug nimmt. Wenn man Altwege hat, klar, das auch noch. Aber moderne Forstwege sind manchmal einfach durchgepflügt, aber hier sieht man, dass das im nördlichen Steilhang passiert ist. Also wirklich ein absolutes Top-Beispiel, so wie es im Bilderbuch steht. Und drum ist die Birk Schäftlarn auch seit jeher immer ein ganz weit vorne angeführtes Beispiel, ohne dass wir dort archäologisch ausgegraben haben. Und da merkt ihr jetzt schon, dass man eigentlich so wissenschaftlich nicht arbeiten sollte. Es gibt keine Sondengängerfunde vor Ort, die relevant wären für das 10. Jahrhundert. Es gibt ein paar Keramikscherben,
die seit Jahren zur Auswertung vorliegen. Es ist immer noch nicht publiziert worden. Ich gehe davon aus, das wird es auch nicht mehr. Ist auch nicht so tragisch, weil das nur eine Handvoll ist und da wird vermutlich auch keine ja, wünschenswerte Aussage dabei rumkommen. Also egal, was diese Scherben jetzt sagen, um damit das ganze Ding zu interpretieren und Wissenschaft zu betreiben, sehr, sehr schwierig. Nur damit ihr mal wisst, in was für einem Dilemma ich als Wissenschaftler hier stecke. Ich hätte sehr gerne natürlich, dass das alles so passt, aber mal schauen. Also, genau. Kennzeichnend ist dann zudem, was ich jetzt alles gesagt habe, auch dieses gestaffelte System aus Wellen und Gräben, was vorgelagert ist oder einen Sporn abriegelt. Wie gesagt, in dem Fall haben wir alles. Und die vorgelagerten Annäherungshindernisse, diese Reiterhindernisse, habe ich jetzt auch schon vorweggegriffen und euch erklärt. Aber wie gesagt, Birk Schäftlarn, ein Traum für die Forschung, wie man gerne so Ungarnburgen beschreibt. Ganz kurz noch was zu den Innenflächen. Mehrteilige Befestigungsanlagen wie auf dem Schwanberg mit über 100 Hektar Umfang sind sicherlich eine Ausnahme. Birk Schäftlarn hier, muss ich mal anders deuten, 8 Hektar. Heggenschwil für St. Gallen 1,4 Hektar. 100 Hektar ist schon eine andere Kategorie. Die meisten Burgen mit geschütteten Wellen sind deshalb zwischen 1,5 und 17 Hektar groß. Burgen unter einem Hektar kommen anscheinend kaum vor. Mir persönlich ist jetzt auch kein Beispiel bekannt. Die erwähnten Ringwälle oder Rundburgen, so wie ich vorhin von Heinrich berichtet habe, sind untypisch. So, jetzt habe ich euch erzählt, wie man in der Forschung herangeht und sagt, diese Burg an diesem Ort ist ganz typisch eine Fliehburg, ein Ungarnrefugium zum Schutz der Bevölkerung, der Klosterbewohner vor den Ungarn. So, und jetzt nimmt man all diese Sachen, die wir gerade besprochen haben und ausgemacht haben, und wendet das auf die Praxis an. Und dann ergibt sich eine nüchterne Realität. Von den etwa 50 in der Literatur, teilweise seit langem angesprochenen Ungarnburgen, also diese schwarzen Punkte mit schwarzem Kreis drumherum, bleibt nach Ausgrabungen nur etwa eine Handvoll Burgen übrig, die man eben aufgrund dieser Ergebnisse tatsächlich als geschütteten Wall interpretieren kann. Die schwarzen Dreiecke Nummer 2 auf der Karte. Also von 50 haben wir nur noch eine Handvoll. Und die wiederum datieren mit großer Wahrscheinlichkeit in die Ungarnzeit, aber nichts zu 100%. Also wir können es eben nicht genau sagen, weil wie gesagt, vorhin bei der Weltenburg gesagt, es fehlen halt auch einfach Funde, die exakt uns das schön datieren können. Und zu dieser Handvoll Burgen gehört Weltenburg, habe ich gerade gesagt, die Karlburg, und der Veitsberg. Und bereits Ergebnisse von anderen Ausgrabungen bei solchen Burgen lassen bereits schon wieder erste Fragen offen und passen nicht so ganz ins Bild. Also aktueller Stand, circa 3. Eventuell ein bisschen mehr, aber circa 3 können gesichert als, oder ja, als geschütteter Wall so interpretiert werden, der in die Ungarnzeit datiert. Die große Mehrzahl der sogenannten Ungarnwelle muss daher in Deutung und Datierung unklar bleiben und einige Plätze müssen mit großer Sicherheit auch einfach gestrichen werden. Auch die Deutung als Ungarnrefugium an sich ist mehr als kritisch zu sehen, da die eben erwähnten Burgen, also eben Weltenburg, Karlburg und der Veitsberg, nach den archäologischen Untersuchungen auf jeden Fall mit Sicherheit mehr als bloße Refugien waren. Also völlig klar, ich habe auch eingangs erwähnt, was muss eine Burg für Funktionen mit sich bringen? Und wenn wir hier Wirtschaftsbereich und alles Mögliche eben haben, sakrale Bedeutung, Repräsentativbauten und so, dann ist das nicht eine Fluchtburg, die ich aufsuche, wenn ich über einen Kundschafter mitbekomme, in 3 Tagen sind die Ungarn da oder ich sehe aus der Ferne irgendwie Rauch aufziehen,
sondern die sind deutlich länger in Betrieb. Habe auch gesagt, mit dem Falzen und dem Umherziehen, aber so eine Fluchtburg, da geht es dann auch wieder los. Wie lange flüchtet man auf so eine Burg? Also, da ist auch schwierig, das sozusagen. Auf jeden Fall, das reine Refugium, also die reine Fluchtburg für Notzeiten, ist jetzt zumindest bei diesen geschütteten Wällen nicht gegeben. Man muss auch dazu sagen, keine der Burgen hat, also bei keinem dieser Ausgrabungen wurden ungarische Pfeilspitzen gefunden, die ja immer, also das Ausschlagskriterium sind, da weiß man sofort, okay, ungarische Pfeilspitzen, 10. Jahrhundert, völlig klar. Leider nicht zum Vorschein gekommen. Das wäre jetzt schön gewesen. Also hohe Wälle reichen demnach nicht für eine Interpretation als Ungarn-Refugium aus. Auch die randliche Lage der Torsituation ist als Kriterium aufgrund fehlender Ausgrabungen ebenfalls als sehr kritisch zu sehen. Weil es bietet sich halt einfach an. Auch außerhalb des 10. Jahrhunderts. Interessanter wären die Reiterhindernisse, nochmal eingeblendet. Aber die müssen, wie gesagt, auch als hypothetisch gelten, weil noch nie untersucht. Das Einzige, was wir zu diesen Reiterhindernissen haben, sind so Karten wie diese hier. Mehr haben wir nicht. Also das macht das Ganze nicht so einfach. Genau. Trotzdem habe ich euch ja jetzt von St. Gallen berichtet. Und diese historische Schilderung bleibt natürlich bestehen. Also was der Eckehard IV. Dort erzählt hat, macht natürlich Sinn. Es gibt dort auch keine flächigen Ausgrabungen im Inneren. Aber ich würde mal so sagen, das passt ins Bild. Trotzdem soll jetzt nicht die Waldburg von Hägenschwil Vorlage sein, alle Burgen mit geschütteten Wällen und Annäherungshindernissen in die Ungarnzeit zu datieren und als Refugium zu interpretieren. Also bloß weil es bei dem einen funktioniert, vielleicht auch nicht zu 100%, wie gesagt, noch nicht ausgegraben. Man geht sehr stark davon aus, dass das die zugehörige Fluchtburg ist. 100.000%ig sicher hat man es natürlich nicht. Aber es passt gut ins Bild. Soll aber nicht Vorlage sein, um damit jetzt wild um sich rum zu interpretieren. Deshalb, was kann man machen? Ein Ausblick zu den Ungarnburgen bzw. den Ungarnrefugien. Man wird im Vergleich eher überlegen müssen, geschüttete Wälle und Annäherungshindernisse als befestigungstechnische Elemente zu sehen. Im Prinzip, man hat einen großen Baukasten und da pickt man sich halt raus, was erstens die Region gerade hergibt, was meine finanziellen Sachen hergibt, auch das Personal, um sowas zu errichten, schaut man eben, was man machen kann. Und es ist eine zeitspezifische Reaktion auf die Bedrohung durch die Ungarn. Denn ein geschütteter Wall, Holz, Erde, Steine ist leicht zu errichten, schnell zu errichten und man braucht keine großen Vorkenntnisse. Also das ist der erste Schritt, wenn ich mich sinnvoll verteidigen möchte. Sagen wir es mal so. Dann baue ich einen geschütteten Wall. Allerdings sind geschüttete Wälle in der gesamten Vor- und Frühgeschichte gebräuchlich. Also bereits weit in vorchristlicher Zeit, wie auch schon mehrfach jetzt angesprochen. Und ganz, ganz wichtig, sie kennzeichnen kein fortschrittliches Element in der Entwicklung des frühmittelalterlichen Befestigungsbaus. Der Befestigungstechnik. Es ist eigentlich eher das Gegenteil. Wenn man sich jetzt nochmal die Mörtelmauern und die Turmbauweise ins Gedächtnis ruft, ist ein bisschen Erde aufhäufen, ja, ein wenig rückschrittlich, könnte man meinen. Aber was will man machen? Besser als nichts. Wie lange solche Erdwälle Bestand hatten, wird von Burg zu Burg unterschiedlich zu bewerten sein. Teilweise wurden sie schnell wieder aufgegeben oder nachträglich mit einer Mörtelmauer verstärkt, umgebaut. Teilweise haben sie sich vielleicht bis heute gehalten und wir wissen es in einigen Fällen vielleicht gar nicht, weil da halt heute eine hochspätmittelalterliche Burg noch draufsteht, viele Umbauten waren und man das vielleicht auch schon in historischer Zeit schon alles weggegraben wurde. Wir haben vielleicht noch zwei, drei Schärpchen, aber gar keine
Mauerreste aus dem Frühmittelalter mehr oder so. Das kann natürlich auch sein. Die Verstärkung mit der Mörtelmauer nachträglich habe ich vorhin erwähnt, bei der Weltenburg, bei der Karlburg hat sowas auch stattgefunden und auch beim Kipfenberg. Und eben bei letzteren wurde sogar der Wall verbreitert und Türme hinzugefügt. Geschüttete Wälle stellen demnach wohl in vielen Fällen nur eine zeitspezifische Befestigungsphase der jeweiligen Anlage dar. Also Schritt 1 in der Entwicklung. Eine wichtige Rolle in diesem Prozess nehmen möglicherweise Klöster bzw. klösterliche Schutzmaßnahmen ein. Also die Burgen, die ich euch jetzt näher vorgestellt habe, sind alle in einem klösterlichen Kontext zu sehen. Und damit wären wir tatsächlich am Ende für die Problematik der Ungarnburgen, der Ungarnrefugien und der Fliehburgen im 10. Jahrhundert nach Christus. Das, ja, war ein kleiner Einblick eben auf diese, ja, schwierige Forschungsfrage, wo man viel dazu findet. Es wird auch oft gesagt, populär wissenschaftlich, sag ich mal, hier eine Ungarnburg, da eine Ungarnburg. Weiß man vielleicht so im dörflichen Volksmund so, ah ja, da hinten im Wald ist so eine Ungarnburg. Aber was da für ein wissenschaftlicher Rattenschwanz dran hängt, wissen wohl die wenigsten. Und es ist nicht so ganz einfach. Und ohne archäologische Grabungen wird seit 90 Jahren in der Forschung sehr, 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 sehr viel ruminterpretiert und wahrscheinlich auch überinterpretiert. Was es noch gibt als kleinen Ausblick für den Burgenbau des 10. Jahrhunderts. Es gibt Stadtbefestigungen, habe ich letztens im Zuge von Augsburg bei der Lechfeldschlacht erwähnt. Es gibt Pfalzen und pfalzähnliche Burgen, Königshöfe und Klosterhöfe und Adelsburgen und in dem Kontext der frühterritoriale, die frühterritoriale Landesherrschaft. Also es gibt da noch einiges vorzustellen, was eben im 10. Jahrhundert abgeht. Aber ganz konkret eben jetzt hier auf diesen Terminus Refugium und Fliehburg beschränkt in dem Vortrag. Es ist, finde ich, auch für mich zum Durchkommen, es ist nicht so ganz einfach, auch das begreiflich zu machen, ne? Also ich habe mich viel wiederholt. Ich hoffe, dass man gut mit durchgekommen ist. Wenn euch das Ganze interessiert hat und ihr sagt so, boah, ja, super, ich will auch noch die Stadtbefestigung im 10. Jahrhundert wissen oder Adelsburgen, was super spannend ist, da gibt es auch ein paar Ausgrabungen, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren unten wissen. Dann schauen wir uns das auch noch an. Bin ich wunderbar fein damit. Ich erzähle euch gerne da auch noch was, denn der Burgenbau im 10. Jahrhundert oder im Frühmittelalter ist wirklich sehr, sehr spannend. Und wie ihr heute hoffentlich lernen konntet, überhaupt nicht einfach. Und damit verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mich wissen, was euch interessiert. Dann machen wir einen Vortrag dazu. Und bleibt gesund. Bis bald. Ciao.